Hier haben wir Nistmaterial, verschiedenste, diese Wattestäbchen, das Kleenex. Dann haben wir weiterhin noch so Beschäftigungsmaterial, kleine Holzkugeln. Ein Häuschen, speziell rot, weil Mäuse und Ratten die Farbe rot nicht sehen oder erkennen können. Für die ist das dunkel, dann können sie sich darin verkriechen. Dann haben wir weiterhin viel Einstreuen. Unsere Mäuse hier werden im sogenannten IVC-System gehalten. Das heißt, das sind einzeln belüftete Käfige. Jeder Käfig ist eine einzelne biologisch abgeschlossene Einheit. Das heißt, dass nichts von außen reinkommen kann und auch von dem einen Käfig nichts auf den anderen Käfig übertragen werden kann. Die Luft aus dem Raum, wir haben hier gefilterte Raumluft, wird von der Air Unit eingesogen, geht nochmals durch den Filter und wird dann direkt dort oben über den Schlauch in das Reck eingeblasen. Und wird dann hier direkt in jeden Käfig separat dann eingeblasen, wird dann im Käfig umgewälzt und wird dann nebenan beim Ausgang dort auch wieder nach unten abgesogen und geht durch das Rohr unten wieder in die Belüftungseinheit zurück, geht wieder durch einen Filter und wird dann direkt in die Abluft entsorgt.